Hallo, willkommen bei einer neuen Runde Clash Royale. Ihr seht es, ich bin jetzt mal in die 8. Arena. Endlich Arena 8, ja genau. Endlich Arena 8, ja, so kann man es auch nennen. Nee, ich bin da mal reingegangen, um mir das mal anzugucken, wie die so aussieht. Und ich will heute eigentlich was anderes machen. Ich will nämlich ein Turnier starten. Das Ganze mache ich jetzt relativ spontan, weil ich weiß nicht, ihr habt es gestern in der einen oder anderen Folge vielleicht schon mitbekommen. Ich muss ein bisschen vorproduzieren, deswegen werde ich jetzt erstmal ein Turnier so machen. Das werde ich jetzt einfach gleich öffnen und gucken, wer drin ist. Ich werde aber auch nächste Woche nochmal ein Turnier machen. Da werde ich dann euch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bei Instagram oder so die Daten mal vorher schicken, dass ich sage, was weiß ich, hier die und die Uhrzeit an dem und dem Tag mit dem und dem. Ich glaube, da kann man Passwort eingeben, keine Ahnung. Ich habe das ja noch nicht gestartet, ich muss mir das gleich mal angucken. Aber ich denke mal, dann kriegen wir es vielleicht auch hin, dass wir da wirklich irgendwie ein paar Leute aus der Community reinnehmen. Vielleicht, das wäre vielleicht eine ganz coole Nummer. Jetzt, wie gesagt, muss ich das erstmal so machen. So, wir starten das Turnier. Nehmen erstmal, würde ich sagen, müssen wir sofort so eins nehmen. Oder für nächste Woche nochmal was übrig behalten. Komm, wir machen das erstmal so. 50 Spieler, weil es ja jetzt erstmal nur ein normales Turnier werden soll, wo irgendwelche Leute teilnehmen, dann müssen wir ja nicht sofort 80 Spieler haben. Das machen wir lieber dann, wenn wir die Community dabei holen. So. Name zu kurz. Turnier, wie nennen wir das Turnier? Wie nennen wir das Turnier? Turnier des Todes, nein. Ich könnte es jetzt einfach Mobile Fanboy nennen, aber das ist auch langweilig, oder? Mobile Fan Turnier, ach, MBF Test. So, das ist jetzt Testturnier, so. ABC. BC. Ist ja jetzt egal. Es soll ja nur Passwort aus. Region ist auch falsch. Also die Region ist falsch. Ich wohne nicht in Berlin, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Wahrscheinlich, weil ich über BlueStacks spiele. Und ich kann immer noch nicht den Mauszeiger ausstellen. Das nervt mich ein bisschen, aber ich kann es gerade nicht ändern. Dauer. Wie lange soll es dauern? Eine Stunde, zwei Stunden. Wie viel Uhr haben wir denn gerade? 10.31 Uhr. Ich würde sagen, eine Stunde reicht erstmal. So zum Testen reicht eine Stunde, weil ich habe eh nicht so viel Kapazität, da jetzt zwei Stunden zu zocken, weil ich zwischendurch noch ein paar Sachen erledigen muss. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal eine Stunde und starten. Möchtest du das Turnier? Community-Turnier erstellen, okay. Jetzt müssen nur noch Leute da rein. Ah, 22. Krass, das geht doch fix. Das geht fix. Wir bitten erstmal um Karten. Das geht natürlich jetzt erst in 15 Minuten los. Das heißt, wir werden das jetzt noch nicht sehen können, was da abgeht. Aber da die Action aus dem Turnier werden wir... 50 von 50 ist auf jeden Fall voll. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich werde das jetzt so machen, dass ich, denke ich mal, zum Ende des Turniers dann nochmal wieder aufnehme. Also quasi in ungefähr... Ja, in ungefähr einer Stunde nehme ich dann nochmal auf. Dann seht ihr, wie das Turnier ausgegangen ist. Das seht ihr quasi dann morgen. Und wie gesagt, eins, wo ich dann mit Passwort mache, wo ich euch das verrate, irgendwie, das werde ich nächste Woche nochmal bei Instagram oder so. Am besten ist es, glaube ich, da könnt ihr am einfachsten gucken. Da habe ich die Bilder oder so, dann ist das am einfachsten, ne? Hm. Käffchen. Aber bei Facebook ist das immer so unübersichtlich. Oder vielleicht auch hier im Video mal gucken, wie ich es mache. Ihr könnt ja einfach mal dranbleiben. Und dann gucken wir uns das an. Jetzt machen wir erstmal die Truhe auf. Und gucken, ob wir irgendwelche Karten absnacken können, die sich hier verstecken. Ne, sieht nicht so aus. Oh, den Magier zweimal gut. Eigentlich nicht verkehrt, aber wir haben ihn ja jetzt schon ein paar Mal öfter. So. Zack, zack. Nochmal. Oh, 9 Pfeile. Das heißt, die können wir auch bald upgraden, wenn wir denn mal Gold hätten. Können wir es kaufen? Auch nicht. Könnten natürlich jetzt noch. Nee, komm, scheiß drauf. Wie sieht's denn überhaupt aus? Also, die beiden können wir natürlich jetzt finden, die Eisgeister und den Bowler. Aber, sorry. Ich will husten. Ich musste aber erstmal gucken, wenn man mal kein grünes T-Shirt anziehen darf und kein T-Shirt, wo irgendwas Grünes dran ist, dann fällt einem erstmal auf, wie viele T-Shirts man hat, wo irgendwie was Grünes draufgedruckt ist oder so. Und wenn es nur irgendwo ein Strich ist, das sieht ja scheiße aus, wenn ich hier sitze und ihr könnt einmal hier so durch mich durchgucken oder so irgendwie, keine Ahnung. Deswegen musste ich erstmal suchen, bis ich ein T-Shirt gefunden habe, wo nichts Grünes dran war. Erstaunlicherweise. Das ist mein aktuelles Deck. Damit habe ich mich gestern in diese Arena hineingekämpft. Wir können mal gucken, ob es funktioniert. Auch weiterhin.
kann natürlich auch in die Buchse gehen. Wir beobachten das mal. So, wenn es voll ist, setzen wir mal den Lava hin, hier unten hin, da, okay. Wie gesagt, ich kann leider momentan die Mauszeiger nicht ausstellen. Ich hoffe, das ist für euch nicht lebensbedrohlich. Ja, ich muss die jetzt mal da reinsetzen, ist egal. Oh, da sind noch geblitzt. Ja, dann müssen wir den jetzt, aber... Ja, er setzt eine Prinzessin gegen den Lava-Hund, da wird natürlich gar nichts passieren. Da setzen wir unsere Prinzessin hinter. Seine Valkyrie kam natürlich jetzt ein bisschen zu spät, das heißt, der Turm ist down auf jeden Fall direkt mal. Hoffentlich können wir die Valkyrie noch einmal zerstören, ne, geht nicht, aber dann setzen wir mal den Schweinereiter da hin und die Prinzessin da unten hin. Ah, kommt sein Schweinereiter auch schon. Komm, 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 Ritter, Ritter. Ja, den haben wir ein bisschen überrumpelt, den Kollegen, glaube ich, weil er natürlich auch sehr oft Angriff. Oh, er hat aber jetzt beide Türme schon. Er hat beide Türme halb runtergehauen, das wird jetzt interessant. Auf jeden Fall, das wird interessant jetzt, wie wir da zu Rande kommen werden. Aber ich glaube, wir haben ganz gute Chancen. Ich glaube, wir haben ganz gute Chancen. Zweimal muss die Prinzessin noch schießen, dann kann es eigentlich die, der Feuerball schon regeln. Oder jetzt nochmal den Lava-Hund, komm. So, Prinzessin. Nochmal hier unten hin, dann ist der eine Turm jetzt halt gleich down. Da kann ich auch nicht ändern, aber ich glaube, da oben, da kriegen wir trotzdem hin. Selbst wenn er jetzt hier unten unseren Turm kaputt drischt, ich denke, den Platz da oben, den haben wir. 78 noch. 33, jawohl, schön. Sauberes 3-0 zum Start in die Folge. Was will man mehr, meine Freunde? Was will man mehr? Auch noch gegen einen asiatischen... Ey, es gibt eigentlich nur noch asiatische Gegner hier, oder was? Ich habe keine Ahnung, ey. Immer nur noch Asiaten. Ich meine, es ist mir ja egal, gegen wen ich spiele, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen irgendwie. Ich meine, es gibt ja auch so viele Asiaten, ne? Wie war das? Jeder zweite oder dritte Mensch ist ein Asiate. Wie war das bei Two and a Half Men? Vielleicht wird das Kind ja ein Asiate. Ich habe gelesen, dass jedes dritte Kind ein Asiate wird, ja? Genau. So macht das Sinn. Jetzt haben wir den Lava-Hund nicht. Dann müssen wir erstmal... Wir probieren es erstmal noch auf diese Art. Komm. Ah, er hat den auch. Er hat ihn auch. Dann gehen wir erstmal auf Verteidigung. Komm. Müssen wir den Lava-Hund irgendwie runterkriegen. Ich bräuchte theoretisch in diesem Deck noch den Musketier oder so. Ist natürlich jetzt anfällig, wenn da noch was kommt von ihm, aber wir können hier den Ritter mal hinsetzen, der den Musketier von ihm aufhält. Und jetzt gleich direkt den Zed draufhauen, dann haben wir es eigentlich ganz gut in den Griff bekommen. Das Lava-Hündchen. Dann haben wir das ganz gut in den Griff bekommen eigentlich, so. Sein Ritter da oben, der dürfte auch nicht mehr allzu viel machen. Und jetzt können wir nochmal versuchen anzusetzen. Obwohl, wenn er durchkommt... Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir mal irgendwie in den Angriff übergehen können. Wo er wieder was setzt. Komm. Komm, jetzt, da ist er. So. Und die Frage ist, setzen wir mal direkt den Funky hinterher. Wenn er kommt. Und dann können wir mit der Prinzessin und den Bogis wieder verteidigen, bis der Lava und da ist. Ich denke, das ist ganz gut. So, komm. Das hat ja gerade auch geklappt. So, Bogies. Zumal er jetzt da. Ah, fuck. Ja, das hat nicht funktioniert, der ist down. Aber unser Lava-Hund lebt noch. Und ich habe den natürlich jetzt gesappt und den Sepp verbraten, deswegen müssen wir jetzt die Lava-Welt mit der Prinzessin mal kurz erledigen. Aber noch sieht es immer noch ganz gut aus für uns. Er hat zwar jetzt auch beide Türme schon angedötzt, aber vielleicht reicht's ja noch. Na, hat da nichts gesetzt, hat er mich ein bisschen ausgetrickst. Wie gesagt, ich bin jetzt gegen den Lava-Hund selber noch nicht so ganz gut ausgerüstet, auch wenn es gerade gut geklappt hat. Müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wie wir das gestoppt kriegen, das Monstrum. Ja, Seppen kann er da viel, da ist der Turm gleich, wird jetzt down sein vom Ballon. Ballon, der Ballon wird das machen, komm. Kommt schon der nächste von ihm, ey. Das ist aber jetzt ein harter, das ist jetzt ein harter Battle, weil beide immer das gleiche haben. Ist das natürlich schon kacke, ne? Aber was willst du machen?
Es wird jetzt interessant. Müsste irgendwie den Ballon aufhalten. Das wäre ganz wichtig. Aber das wird nicht klappen. Ja, Feuerball und das war's. Ja. Wie gesagt, kommt immer auf Deck an. Eben 3-0 gewonnen. Jetzt wieder nicht mehr. Kommt immer auf den Gegner mit an. Das Level vom Gegner ist da auch scheißegal. Jetzt eben gesehen. Ja, eben war, glaube ich, Level 9. Der hier war jetzt Level 8. Es kommt immer drauf an, weil was du gerade hast, was du gerade kontern kannst. Naja, passiert. Passiert, passiert, aber egal. Plus, minus 0. Was haben wir jetzt? Da haben wir bekommen minus 28, plus 19. Wir haben sogar einen Plus gemacht. Da haben wir noch verloren. Da haben wir gewonnen, 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 gewonnen. Verloren, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Verloren, verloren. Ja, momentan eigentlich ein ganz guter Durchschnitt. Ja, er ist im Turnier und muss los. Haha. Haha, so. Was haben wir denn eigentlich? Können wir nicht mal gucken, was wir hier so für Leute drin haben? Nee, ne? Arena 5? Alter, was ist denn jetzt passiert? Arena 8? Ja, das ist aber ja geil. Wie soll denn ein Arena 5-Typ hier groß was reißen? Arena 6? Naja, müssen wir uns mal überraschen lassen. Wir werden es gleich sehen. Vielleicht mache ich auch zwei Folgen daraus und mache einen Tag eine Doppelfolge oder so. Mal gucken, eine längere. Vielleicht mache ich morgen eine längere, vom Anfang des Turniers oder vom Ende. Mal sehen. Ich gucke mir das mal an, wie es läuft. Erstmal sind wir jetzt durch. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ihr wisst Bescheid. Und bis morgen.